Sie müssen Colonel Sheridan sein. Mein Name ist Kate Garner, militärischer Geheimdienst, Kriegsministerium. Entschuldigen Sie bitte, aber das hier ist eine Kommandozentrale. Und was? Ich hier mache? Ich bringe General Sheridan seinen ersten Stern, neue Befehle und jede Menge Lob aus dem Pentagon. Dann willkommen in Italien. Ich freue mich wirklich sehr. Glückwunsch, Joe. General. Fantastisch. Das ist hochverdient. Unglaublich. Daran muss ich mich erst mal gewöhnen. Also, wenn wir irgendwann Rom erreichen, sollten Sie diese Auszeichnung präsentieren. Genau. Das Oberkommando baut eine neue Einsatzgruppe mit Ihnen an der Spitze auf. Das 57. Bombergeschwader wird auf den eingenommenen Feldflugplatz verlegt. Bomber? Gehören die zur Einsatzgruppe? Ja, sie haben den Auftrag, unsere Anlagen zu schützen und die Bodenoffensive zu koordinieren. Wir gehen wieder zum Angriff über und... Was zum Teufel war das? Die Deutschen haben wohl ihre Artillerie in Schussreichweite gebracht und es auf die Bomber am Boden abgesehen. Bringen Sie die Bomber sofort in die Luft. Jetzt können Sie mal zeigen, was Sie drauf haben. Andrew, können Sie die Artillerieposition herausfinden? Feindliche Artillerie gesichtet, General. Und zwar auf dem Monte Santa Croce. General, die B-25-Bomber sind betankt und bereit zum Abflug. Die Bomber müssen nach jedem Angriff landen und neu bewaffnet werden. Diese Geschütze sind nicht von allein auf die Berge geklettert. Es muss irgendwo eine getarnte Basis geben. Sehr gut. Dann sollten wir uns jetzt um das Schmuckehäuschen kümmern. Hm? Sir, wir haben Ihre Basis entdeckt. Gut, kümmern Sie sich darum. Eindrucksvoll, General. Sie machen Ihrem Ruf alle Ehre. Nun gut. Kümmern wir uns wieder um unsere Operation. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, die Offensive. Colonel Campbell, wären Sie so nett? Das französische Expeditionskorps rückt über die Berge vor. Dafür also die Bomber. Wenn die Deutschen sich dort eingegraben haben, wird es schwer, sie zu vertreiben. Richtig. Darum müssen sie den französischen Angriff mit dem B-25-Bomber koordinieren. Danach übernehmen Weatherby und die Überreste seiner Truppen
die weitere Offensive. General Weatherby. Es geht nicht um ihn, Kowalski, sondern um seine Männer. Sie haben schon genug Verluste erlitten. Und zu guter Letzt, hier schlagen die britischen und Commonwealth-Truppen zu. Eine Sache noch. Wir gehen davon aus, dass General von Richter die deutsche Verteidigung befehligt. Ah, mein alter Freund. Das Genie hinter dem Rückzug des Afrikakorps. Sie kennen ihn? Dann muss ich Ihnen nicht sagen, wie gefährlich er ist. Achtung! Sie bringen entlang unserer Flugrouten Flugabwehrgeschütze in Stellung. Vernichten Sie sie, um die Bomber zu schützen. Die werden wir zuerst zerstören müssen. Sir, das Hauptquartier erwartet, dass wir den Aufmarsch beschleunigen. Ausgezeichnet. Alle Einheiten bewegen sich schneller. Ihre Flakpanzer sind jetzt fällig. Ihr Hauptquartier. Neue Einheit erstellen. Sehr gut. Die Piloten schulden Ihnen einen Drink, was? Negativ, keine Ahnung. Sir, die Deutschen erringen die Lufthoheit. Wir haben kaum noch Bomberkörner. Ich empfehle, ein paar mehr davon zu bauen. Wir brauchen die Unterstützung von Weatherbys Lufteinheiten. Haben Sie den Bunker gesehen? Eine befestigte Stellung. Aber mit Bomberunterstützung können wir ihn ausradieren. Unser Spion hat den Sektor verlassen. Jawohl, fangt angreifen, wiederhole, angreifen. Hier spricht Leduc. Wir verlassen uns auf Sie. Entweder zerstören Sie die Bunker und MG-Nester oder Sie liefern uns jede Menge Holzsärge. General, mit einem erneuten Blitzangriff erhalten die Flugzeuge zudem Maximalgeschwindigkeit. Der französische Vormarsch gerät ins Stocken. Sie brauchen unsere Hilfe. Die Deutschen setzen Kampfjäger ein, Sir. Sie werden unsere Bomber vom Himmel holen. Durch dekodierte Meldungen können Sie die Ziele der Kampfjäger identifizieren.
Auch Funkstille kann den Bombern helfen, Sheridan. Zum Abfeuern brauchen Kampfjäger Ziele. Vor, Sheridan. Diese Verzögerung ist völlig inakzeptabel und kostet mich Fahrzeuge. Sie setzen die gesamte Operation aufs Spiel. Weatherby Ende. Danke, General. Wir jagen sie aus den Wäldern. Lagebericht. Feindkontakt. Sehr gut, General. General, die Deutschen haben eine neue Verteidigungslinie mit Hauptquartier in Monte Cassino errichtet. Wir müssen so schnell wie möglich das feindliche Hauptquartier zerstören. Joe, unsere britischen Freunde stecken auch fest. Könnten Sie ihnen mal zur Hand gehen? Zerstören Sie die deutschen Verteidigungsstellungen, bevor sie zu großen Schaden anrichten. Bombardier!
Danke für die Hilfe, General. Bereit zum Angriff. Sehr gut, General. Unsere Verluste waren nicht allzu hoch. Monte Cassino ist gefallen, Sir. Der Berg gehört jetzt uns. Eine beeindruckende erste Mission, Sheridan. Als nächstes besuchen wir das Kolosseum. General, die Deutschen konnten sich ein weiteres Mal geordnet hinter eine neue Verteidigungslinie zurückziehen. Schon wieder? Dann muss wohl der Siegesumtrunk noch ein wenig warten.